MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2 in dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zur großen, ja, Jubiläumsfolge, kann man fast schon wieder sagen. 700 sind wir mittlerweile. Und ich heiße euch, wie versprochen, ganz herzlich willkommen von der Karte Düsseldorf. Legendäre Karte. Ja, ich habe gesagt, 700 zur Folge, kommt mal wieder Düsseldorf. Nicht die 835, denn etwas ganz Tolles ist hier geschehen. Eine neue Linie ist draußen, die 890, die uns hier vom Messeparkplatz zur Kirmes fährt. Sieht schon mal alles wieder sehr scharf texturiert aus hier. Also, bin schon wieder begeistert. Ja, was hat es damit auf sich? Keine Ahnung. Also, die fährt vom 17.07. bis zum 26.07.2020. Müsste das richtige Datum einstellen, das habe ich getan. Lustigerweise, wie es sich ja, für professionelle Entwickler gehört, habe ich hier keinen Fahrplan im Spiel. Das heißt auf Deutsch, wir fahren heute ohne Fahrplan, ohne Fahrgäste. Ist aber nicht so schlimm, wir gucken uns den neuen Streckenabschnitt einfach mal an. Habe hier heute nochmal hier die Metrobus-Variante genommen. Warum, werde ich euch gleich sagen. Ach, da stehen wir. Da steht's doch schon. Das wollte ich euch natürlich auch nochmal zeigen. Add-on München. Man kennt's, ja. Ja. Gut, ansonsten haben wir hier noch so ein paar Lagerhallen aus Spandau. Hier ist eine Stadtbahn-Endhaltestelle. Über 78. Ja, die führt dann hier irgendwie ins Nirgendwo. Dann haben wir hier... Ja, sieht auch toll aus. So, was ist das hier? Ach, guck mal, die Merkur-Spielarena. Ehemals die Esprit-Arena. Oh, guck mal, ein Flugzeug. Oh, kick mal. Oh, wow, ich werde ja bekloppt. Ein Flugzeug. Zu diesem Fahrzeug wechseln. Geht sogar. Wow. Na, wo fliegt der denn hin? Ich werde ja bekloppt. Es gibt Flugzeuge hier. Naja, also hier die Esprit-Arena sieht auf jeden Fall auch sehr echt aus. Ja, also hier noch so ein Bolzplatz nebenan. Ohne Zugänge, so muss das sein. Ach krass. Also der Flugzeuge finde ich schon geil, muss ich sagen. Wenigstens nicht wahnsinnig auf Straße wie bei Palma. So, dann melden wir uns hier mal an. 15, 217. Ich weiß leider nicht, wie lange die Linie geht. Ich habe nur gelesen 6 Kilometer. 890, 01. So. Richtung Rheinkirmes. In der Luftdatei ist das auch alles schon drin. Wie gesagt, man hat nur leider bei mir die Fahrpläne vergessen. Bei manchen habe ich gesehen, hat es funktioniert. Bei manchen nicht. In meiner Version wurden halt leider auch die Fahrpläne vergessen. Ich habe extra im Ordner nachgekickt. Da sind die nicht drin. So, dann fahren wir mal vor. Geräusche, ey, Junge. Wo ist denn der Flughafen? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Flugzeuge. Übel geil. Ja, den Parkplatz gucken wir uns gleich nochmal an. Der ist auf jeden Fall auch... Wir drehen, groß geschrieben. Auch wieder wunderbar. Ich habe mit Splines gearbeitet. Den Radius auf 360 Grad. Hui. Also Düsseldorfer oder die schon mal hier waren, irgendwie zum Fußball oder so, keine Ahnung, oder irgendwie zur Messe, können wir gerne mal reinschreiben, ob das so realistisch aussieht. Also laut Entwickler, laut der Facebook-Seite ist diese Linie offiziell fahrbar. Es gibt auch Fahrpläne. Ja, man soll auch bitte das richtige Datum auswählen, habe ich gemacht. Aber ich habe ja wie gesagt auch im Fahrplanordner nachgekickt, da ist nichts drin, ja, an Fahrplänen. Hat man halt leider, aber zumindest in meiner Version, die ich hier habe, vergessen. So, Terminus, ja, ja, nur ein Bus anhalte, ohne Bindestrichstelle, okay. So, dann haben wir noch ein schönes Autobusschild hier, Betriebszeit aus DDR-Zeiten, sehr schön. So, das ist der Parkplatz. Finde ich auch geil, wie die Bäume hier alle so in einer Reihe stehen, oder?
Machst du hier mal, also alle Baumarten so verschieden und immer in einer Reihe die gleiche Baumart. Also, das hat schon fast von Landschaftsgärtnerei hier irgendwie was, ne? So. Ja, Fahrplan. Hier, das ist wohl irgendwie ein Shuttlebus. Gucken wir uns mal an. Auch hier wieder schön aus Falkensee die 30 km/h-Schilder. Und dann fahren wir hier mal mit 30 lang. Herzlich willkommen in Düsseldorf. Wir fahren Sie nun zum Kirmesplatz. Die Fahrzeit beträgt ungefähr 20 Ach Minuten. du Scheiße. Diese Buslinie verkehrt von Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 3 Uhr in die Nacht circa alle 10 Minuten. An Sonntagen von 11 Uhr bis 3 Uhr in die Nacht circa alle 10 Minuten und zusätzlich von 11 bis 15 Uhr alle 5 Minuten. Um später zum Parkplatz zurückzukehren, folgen Sie auf der Kirmes der Beschilderung Messe Parkplatz und warten Sie auf den nächsten Bus mit der Liniennummer 890 in Fahrtrichtung Messe Parkplatz. Der letzte Bus zum Parkplatz fährt um 3:56 Uhr. Bitte halten Sie sich während der Fahrt immer zu jedem Zeitpunkt gut fest und geben Sie mobilitätseingeschränkten Personen die Möglichkeit, sich hinzusetzen. Bei Ankunft am Kirmesplatz achten Sie bitte an den Zugängen zur Kirmes auf die vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel, dass keine Glasflaschen mitgenommen werden dürfen. Die Rheinbahn wünscht eine schöne Zeit auf der Rheinkirmes, der größten Kirmes am Rhein. Ach du meine Güte, ist das schon wieder scheiße, ey. Oh Mann, ey, wieder mal mit dem 2,50 € Sprachprogramm eingesprochen. Ach, du ahnst es nicht, ist das wieder scheiße. Junge, Junge. Oh, geil, wie oft das Wort Parkplatz. Und wie scheiße das jeder Bause braucht. Parkplatz. Ah, gut, 20 Minuten. Okay, wiss ich Bescheid. Das unterbieten wir doch mal. Ein bisschen Gas geben, schadet ja nicht. So, was ist das hier? Auf jeden Fall kein Kreisverkehr. Das heißt, wir blinken. Ah, die Schilder fehlten nämlich dafür, dass es das ein Kreisverkehr ist. So, also wir sehen neuer Abschnitt und viele, viele neue Bäume. Toll. Bäume finde ich ja immer super. Warum jetzt hier der linke Fahrstreifen gesperrt ist, keine Ahnung. Ich dachte, das ist der Streifen für die Gegenfahrbahn, dass die Autos da fahren. Aber hier kommt uns ja auch irgendwie nichts entgegen oder so. Naja. Ja, also es ist ein kostenloses Update, muss man ja bei dem Entwickler mal sagen. Ich habe komischerweise schon Fahrpläne für diese Mini-DLC drin. Was also wieder Geld kostet. Also ein Update, was Geld kostet. Wir sind NRW. Das tut mir natürlich leid. So, Stadthalle. Aha. Sieht auch toll aus, ne? Oder? Ja. Wunderschön. Oh, hier haben wir ein bisschen Wasser. Nun, der Kollege. Möchte nur noch mal daran erinnern, ja? Ihr habt immer gesagt, oh ja, komm, fahr doch hier die 890 noch. Fahr die 890. Die ist neu rausgekommen, ist voll krass und so. Hier seht ihr sie. Das ist hier so ein bisschen wie. So haben sie 1 Zeiten gemacht.
Also, da ist ja wie ja nichts von Ufer oder so. Vegetation oder so gar nicht. Da kannst du wieder ins Leere gucken, habt ihr hier gesehen, oder? So, und wir geben mal ein bisschen Gas hier. Weil, keine Ahnung, entweder auf unserer Fahrspur hier ist. Wir haben zwar Gegenverkehr, hatten wir vorhin noch, aber hier so bei uns so. Da fährt irgendwie nichts. Naja. So, hier links hier die spannenden Gärten, die müssen natürlich sein. Das ist ja logisch. So, Altstadtbahn sind wir mal rein. Ja, hier, wow. Aber das ist ein bisschen blauer, das Wasser, ne? Das ist jetzt nicht so komplett Gülle wie sonst in Umsee. So, hier links, ja, wieder nur spannende Gärten. So, diese Brücke, die kennen wir aber irgendwie. Also wahrscheinlich wird das jetzt der neue Abschnitt, oder? Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Bin auf der Karte natürlich auch seit der letzten Folge nicht mehr gefahren, beziehungsweise seitdem wir sind letztes Mal im Stream gefahren sind. So, die Ampeln siehst du aber so was von schlecht. Das sind wieder Spandau-Ampeln, jawohl. So muss es sein. So, wo sind wir denn jetzt hier lang? Das kennen wir doch hier irgendwie. Auch nicht, nee. Da kommen wohl noch weitere Linien oder so. Sonst hätte man sich doch nicht die Arbeit gemacht und da eine extra Hilfsfeile hingemacht und so. Aha, eine Schranke. auf dem Weg zum Rasen, okay. Schild hier passiert? Hat man in die Ampel so reingesteckt oder was? Huch. Ja, auch. Einfach so reingesteckt in die Ampel. Lol. Hier hast du ja sogar noch diese beiden Schrauben, sag ich mal, ja. Das heißt, eigentlich sollte da dann irgendein Pfahl halt festgemacht sein. Oder fixiert sein, aber gut. Denn halt nicht, dann stecken wir das einfach so in die Ampel rein. Warum nicht? So, und wir fahren zur Kirmes. Hatten wir damals auf Katastrophe Ruhrgebiet ja auch mal, das war ja legendär, die 112. Da ging es auch zu irgendeiner Kirmes. Aber die ist wohl noch viel krasser, haben wir ja vorhin gehört. Ja, wurde ja so krass angepriesen. Ach hier, die M2, genau. Sind wir ja auch schon mal gefahren im... Ach, hier vorne schon drin, war. Sind wir ja auch schon mal gefahren im Stream. Das war jetzt nicht besonders spektakulär, der Abschnitt. Ist irgendwie ja auch noch nicht offiziell draußen, aber so den Streckenabschnitt kannst du ja trotzdem schon abfahren ohne Fahrgäste. Im Prinzip so, wie wir es jetzt hier auch gerade machen. Nur, dass bei der M2 noch nicht gesagt wurde, dass sie offiziell draußen ist. Oh, das sieht doch auch schon wieder super scharf aus hier. So mit dem Nokia-Handy fotografiert oder so von 1900 irgendwas. Ja, hier sind wir mit der M2 im Stream nachgefahren, genau. Ist aber auch schon wieder so lange her.
Wenn ihr das auch nochmal im Let's Play sehen wollt, unbedingt, ja, dann erfülle ich euch den Wunsch und dann schreibt mir das in die Kommentare. Wenn wir da den Streckenabschnitt der M2, was wirklich, wie ihr seht, wunderbar aussieht, wenn wir das Eid abfahren sollen, dann immer rennen damit in die Kommentare. Ach ja, wunderschönes Rheinufer, wa? Ja, guckt euch das an. Toll. Bin begeistert mal wieder. Ja, auch rechts. Oh Mann, ey. Also wirklich, ihr könnt bei Facebook nachgucken. Ja, bla bla bla. Hier ist jetzt befahren bei 890. Sogar schon wieder ein paar Tage oder Wochen sogar her, dass das veröffentlicht wurde. Ja, ihr könnt jetzt fahren und habt da nicht gesehen. Und dann sieht man hier sowas. Also wo man halt einfach denkt, was soll das? Also es ist ja nicht mal Beta, das ist ja, keine Ahnung. Sieht ja naja nicht aus, ne? Na gut, ihr wolltet das unbedingt sehen. Dann zeige ich euch den Abschnitt auch. Oder die tolle neue Linie ohne Fahrplan. Würde es halt einen Fahrplan geben, ne? Dann würden auch Leute an den. An der, oder hätten vorhin Leute da gestanden an der Haltestelle, haben sie auch nicht gemacht. So, die Stelle kennen wir doch aber hier. Genau, 836, genau. Würde schon sagen, das kennen wir. Also die Aral-Tanke hier mit verbleitem Benzin und so, die kenne ich. Ah, die habe ich mir auf jeden Fall gemerkt aus dem Let's Play damals. Also von der Performance muss ich ganz ehrlich sagen, ist das heute durchaus in Ordnung. Also bisher. Gut, wenn du halt rechts und links nur Bäume hast, so, dann zieht das ja auch nicht viel Performance, ist ja klar. Aber meine Performance ist hier heute auf jeden Fall relativ gut. Es gibt eben auf dieser Karte doch noch mehrere Stellen. Naja, Innenstadt kannst du das auch nicht nennen, aber wo ein bisschen mehr los ist, sag ich mal, da war die Performance dann auch scheiße, ne? Aber an sich, die Performance jetzt mal mit den anderen Karten des Entwicklers, vielleicht ist die hier natürlich besser. Das ist einfach so. Liegt aber auch daran, dass wir. Ach, guck mal, wir haben mal neu so ein. Ach ja, nee. Doch nicht. Aral, Rewe, To Go. Ach, guck mal, das Häuschen haben sie sogar neu gemacht hier. Warte mal, das muss ich mir erstmal ankicken. Ja, aber wo ist das? Ach. Erstmal ein Cover. Aber. Ja, natürlich, verbleites Benzin, natürlich, brauchen wir, unbedingt. So, Partnerstädte. Interessieren uns nicht. So, die Strecke kennen wir doch auch. M3 836, ja, das kennen wir. So, kaum habe ich es gesagt, ist die Performance hier schon wieder schlechter. Weil hier mehr als nur ein paar Bäume rechts und links sind. So, und wir können jetzt rechts abbiegen, alles klar. Na, mal schauen, wo es lang geht. Da kommt uns ein Kollege entgegen, M3. Ja, ihr werdet auch keinen KI-Bus oder so hier finden, der jetzt hier diesen 890er geschildert hat, weil es, wie gesagt, keine Fahrpläne gibt. Und dann ja, fährt auch keine KI oder sonst was rum. Ich habe vorhin mal gekickt. Kannst du immer, als wir da in diesem Parkplatz waren, kannst du dir in Umsee ja immer anzeigen lassen, ob sich und vor allem welche Fahrzeuge sich halt in der näheren Umgebung befinden. Hat er natürlich keins gefunden außer meins, ne?
Also ich weiß nicht, vielleicht würde man mich auch ärgern, dass ich die Linie nicht fahren kann und euch zeigen kann, aber naja. So, den Platz kennen wir noch auch, das war doch sonst immer hier für Betriebsfahrten, wa? Hier durchzufahren? Naja, das war doch hier immer Betriebsfahrt. Das ist hier Rheinbahn, genau. Rheinbahn ist, glaube ich, immer Betriebsfahrt oder sowas. Eine Minute, nix. Im geilsten Set wirklich, dass hier dir am Tag Anschluss zum ND7 angezeigt wird. Ah, die 835 konnte ich euch leider nicht zeigen. Ich habe es halt ein paar Mal aufgenommen. Wie ich ja schon öfter gesagt, ne? Hab ich leider ein paar Mal aufgenommen. Jedes Mal gab es Probleme. Ich habe ja mittlerweile auch ein anderes Aufnahmeprogramm, womit ich auch erstmal klarkommen muss. Ich habe beim letzten Mal gesehen, alle Linienumleitung, was? Ist die aktiv, die Umleitung? Och. Och nö. Was ist denn hier heute? Och nö. Eine Demo. Gibt's doch ja nicht. Vor allem, das wurde mir angezeigt im OMSI-Menü. Ja, Umleitung, bla bla bla. Da steht ja immer, welche Linien sind betroffen. Da war die 890 nicht dabei. Könnte daran liegen, dass man wieder zu voll war, im Chrono-Event das zu ändern. Kannst du im Chrono-Event dann eintragen, in Beschreibung des Events, und dann wird ja immer geschrieben, vollen Linien sind betroffen. Nun kam eine neue Linie hinzu, hat man blöderweise vergessen. Ganz, ganz blöderweise. Ja, so viel wieder zur Professionalität. Aber gut. Gucken wir mal, wo uns die Linie jetzt entführt. Vielleicht hat man auch wieder irgendwelche Hilfsfälle vergessen. Mal schauen. Ja, ihr müsst natürlich noch rüberlatschen hier. Dann nutzt ihr doch mal unsere schöne MAN-Hupe. Schön aus dem NL noch. 80er-Jahre-Feeling hier. Oh, da kommt er uns ja auch direkt entgegen, der Mensch, wenn man ihn schon anruft. Terminal 835, ja, top modern hier unterwegs. Mensch, Mensch. Reinkommen? Oh, wir sind da. Was ist denn hier los? Jetzt sagen wir nicht in die Gegenrichtung, wo wir mit uns mitfahren. Dann haben wir uns ja angeschissen. Wir sind da? Nee, irgendwas kann hier nicht stimmen. Ach, da ist er doch. Oh, krass. Oh, wow. Da werde ich gar bekloppt. Ein Riesenrad von der Ruhrkirmes von früher. Ohne Boden, ein Zelt und so was hier. Wow. Nein. Oh. Nicht mal irgendwelche Soundeffekte oder hier, sondern diese Soundboxen oder, ne, die man platzieren kann. Gar nichts. Keine Stimmung, aber ey, wow. Ist das krass oder ist das krass? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, hier das Ding ist auch von der Oberhausen-Kirmes hier alles übernommen. So, 98. Wo fährt er denn hin? Moment, Moment, Moment. Terminus, wo ist denn das?
Was ist das denn für eine unnötige Linienführung? Okay. Terminus und Einstieg. Oh, wenn wir jetzt einmal im Kreis fahren, ey, ne? Da stehe ich ja drauf. Die Kirmes, ey, ganz ehrlich, 100 Punkte wieder mal. Einfach die ganze Ruhrkirmes von damals hier aufgebaut. Gut, was hatten wir auch erwartet, ja, also. Ich habe wirklich nichts anderes erwartet. Aber naja, also wie gesagt, guckt euch da gerne nochmal die alten Videos an. Von der Ruhrkirmes. Das sah nämlich ganz genauso aus. Was haben wir hier? Den Turm schon wieder hier. Ja, zum Bus, wie gesagt, der ist gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich fahre den sonst aber auch nie. Kann ich gleich den Ruhr Solaris mit Morpheus Handpack fahren? Viel, viel besser. Das war noch Junkelgelb hier. So. Wir suchen jetzt unseren Terminus. Das ist auf jeden Fall die beste Wendeschleife, die man sich ja ausdenken konnte. Das ist 100 Pro auch in der Realität genauso. So, hier wieder das Paradies. Ist das nicht schön? Was man so alles aus Omsi rausholen kann. Ah, die KI ist natürlich auch wieder super, dass du die hier mit dem Bus alle überholen kannst. Ist auch ganz toll. Aber gut, das ist ja mehr oder weniger ein Omsi-Problem. So. 890, da steht es ja sogar. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Hilfsfällen hat man die 890 nie vergessen. Das hätte ich immer auch noch zugetraut, aber nö, da sind sie tatsächlich alle da. Also dafür schon mal Respekt. Aber hier noch ein tolles Objekt. Oh, guckt euch das an, wow. Da bekommt man noch Lust hinzugehen, oder? Das dachten sich die zahlreichen Fahrgäste im Bus heute hier auch. So, Terminus und Einstieg. Ich werde es trotzdem mal versuchen. Nö. Steige natürlich nicht ein, ist ja logisch. Gibt ja auch keinen Fahrplan dafür. Oh Mann, deswegen steht es auch nicht hier oben dran. Ne? Achso, vordere geht nicht, der hintere nur. Hier. Deswegen steht es hier auch nicht dran. Hier steht es auch nicht dran. Gut. Ist ja egal. Also,
Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem mal so die legendäre Kirmes hier zeigen. Und es gibt diese Linie 890, man muss sie halt nur suchen. Oder halt, weil sie nicht da hat, dann hat man so wie ich Pech gehabt. Ja, ganz, ganz lieben Dank für eure Treue bei 700 Folgen. Und ja, es wird immer wieder weitergehen mit weiteren OMSI-Folgen. Dankeschön, dass ihr immer dabei seid. Und in dem Sinne, gehabt euch wohl, macht es gut und ciao, ciao.